So, und natürlich geht's direkt weiter mit Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind jetzt nahe dem Ende. Feuerregen. So, der Pedro hat gesagt, erst die linke, dann die rechte. Erst links, dann rechts. Hat geklappt. Ja, natürlich. Jetzt bleibe ich stehen, weil du es mir sagst. Echsenmenschen. Feuerkraut, Heilkraut, habe ich irgendwo noch ein Grundstück gesehen? Feuernessel, nö. Okay. Dann natürlich nicht viel. Feuerkraut. Okay, die sind alle tot. Echsenmensch, Echsenmensch. Drei, das ist gut. So, hier habe ich natürlich jetzt erstmal... Ja komm, ich loot die jetzt nicht. Die haben ja eh nichts. Hier ist noch ein Suchender, das ist super. Wenn ich Zeit habe, nehme ich die kleinen Tränke. Das finde ich eigentlich ganz geil. Oh, dieser Feuerregen ist ein Traum. Dieser Feuerregen ist echt ein Traum. So, Echsenmensch, Echsenmensch, Echsenmensch. Die haben alle halt nichts, ne? So, natürlich Feuer frei. Da sind wieder ein paar Truhen. Da gibt es wieder was zu holen. Feuerregen, hier gibt es noch ein paar Echsenmenschen. Ich stelle mich hier so ein bisschen in die Mitte. So, da hinten ist noch ein Drache. Alter, so viel zum Thema Drachenei. Alter Brief. Lieferung, wichtiger Hinweis, grüne Novize, los Hammer, los Rezept, Notiz, Fischer William, Nachricht, war die da, Gift der Blutfliegen, Tagebuch, eine Nachricht, Gilbert, Hallen von Eldorad, eine Nachricht, Adanos, Konstantinus, alter Brief, mit zittriger Schrift geschrieben, das war ja die vom Ivan. Lucias Abschiedsbrief, Landkarte, Landkarte, Steckbrief, Pyrokas magischer Brief. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Befehle. Silvestrus zerknüllter Brief. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Links, rechts, rechts, links, rechts. Links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links.
Links. Hoffentlich ist da was. Was bringt mir denn das ganze Gold? Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Eintopf, Pech, Dolch. Ja, natürlich, der Dolch, der wird es jetzt hier vollbringen. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Zum Glück habe ich hier das Spiel heller gedreht. Warte mal, ich kann doch auch... Habe ich hier nicht irgendwo was? Hier. Minecrawler-Zangen. Kannst du bis einer gewissen Weise, kannst du die essen? Dann gibt's... Mana-Regeneration links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, rechts. Super. Die sind nicht abgeschlossen. Nehme ich natürlich mit, auch wenn es nichts bringt. Also hier liegen noch ein paar tote Viecher herum. Drachenei, Drachenei. Drachenei. Oh, das wird schwer. Gegen den zu kämpfen. Da speichere ich doch lieber mal ab. Bleib stehen, Mensch! Alle meine Sinne sagen mir, dass der Mörder meines eigenen Fleisch und Blutes vor mir steht. Klar! So? Wen nennst du ja Mörder, du Ausgeburt der Hölle? Du hast meinen Bruder Feomatar auf dem Gewissen und dafür wirst du bezahlen. Mach nicht so einen Wind, lass uns zur Sache kommen. Du hast es weit gebracht, kleiner Mensch, aber diese Hallen wirst du nicht mehr lebend verlassen. Hat er mir noch irgendwas zu sagen? Nein. Okay, dazu sage ich mal nichts. Feuerregen ist ein bisschen zu mächtig. Links, 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 rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, 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 links. Ja, gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass Feuerregen auch bei den Drachen so mächtig ist, selbst beim Feuerdrachen. Und wenn man mal bedenkt, dass die Feuerdrachen ja beim... Oh, okay, habe ich schon geschafft. Ich hab's doch gewusst, dass hier wieder ein paar von diesen Viechern stehen. Aber nur dort. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal in die Türme. Das Geile des Feuerregen ist, in einem gewissen Umkreis macht hier alles platt. Das bedeutet, hier ist alles ruhig. Wir können uns hier in Ruhe umsehen. Links.
links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, rechts, links. So, wie lange nehmen wir denn schon auf? 10 Minuten. Die Hälfte haben wir. Also jetzt nicht vom gesamten Spiel, aber von dem Part. Was für eine Stufe haben wir eigentlich? Stufe 48, das ist natürlich nicht hart, zu ne? Plündern. Ich hätte nicht gedacht, dass man so hoch leveln kann, ohne zu cheaten. Ich habe, wie gesagt, bei den EP und alles, ich habe hier nicht gecheatet, gar nicht. Außer ab und zu mal für das Let's Play halt ein bisschen hin und her laufen. Da mal hin teleportiert oder sonst was. Aber wir haben sonst alles so gut es geht gemacht. Die Lernpunkte halbwegs intelligent gesetzt. Ja, Drohnen zum Beispiel, Stärke-Sachen und alles so ein bisschen später genommen und so weiter und so fort, weil, wie gesagt, die Lernpunkte oder die Attribute zu steigern mit Lernpunkten bringt am Anfang was und am Ende sollte man halt diese Sachen nehmen, die halt festes Material verschaffen. Wir sind eigentlich gut gerüstet, 65 Geschick, 130 Stärke, 221 Mana. Wir haben ziemlich viel gelernt. Ja, die niederen Skelette, ey, die sind noch easy. Hier nehmen wir natürlich, was geht. Wir haben jetzt keine Lust, mich mit denen zu prügeln. Hier nehmen wir natürlich mit, was geht. Hier, Chef ist im Haus. Ruhe im Karton. Hier gibt es noch eine Truhe. Musste ich nicht. Links, nee. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Eintopf, Pech, Dolch, Gold. Ach. Die haben halt auch wirklich nichts Interessantes. Auch die niederen Skelette, nichts. Vielleicht die Suchenden den ein oder anderen Mana-Trank noch. Aber ansonsten... So, ab hier... Ich weiß in etwa, wie es lang, wo es lang geht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Skelett, 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 das ist klar. Schattenlord Archol. Schlüssel des Archol. Skelett. Okay, da, der war wichtig. Der Rest war, glaube ich, nicht so wichtig. Ist eigentlich immer gut. Hier gibt es kaum jemand, der dir wirklich mit dir sprechen will. Die wollen dir alle ans Leder, deswegen... Hier gibt es noch was. Berserker-Axt. Das ist das stärkste Schwert im Spiel. Zweihandwaffe benötigt Schaden 200, benötigte Stärke 170. Das stärkste Ding, was es im Spiel gibt. Rezepttrank. Okay. Tagebuch. Aha. 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 Interessant. Lieferung, Hinweis, Hinweis. Grüne Novize, los. Hammer, Doppelhammer. Rezept, Elixier für Geistesveränderungen brauche ich nicht. Nachricht, Gift der Blutfliegen, Tagebuch. Ich warte jetzt schon geschlagene 36 Tage auf meine Einberufung. Ich glaube schon nicht mehr daran, dass sie mich aufnehmen werden. Ich habe doch schon alles getan, was sie mir aufgetragen haben. Der Schlüsselmeister hat mich angewiesen, die Gitter zu versiegeln. Ich bin bis heute noch nicht dazu gekommen. Wenn das so weitergeht, wird es noch jemand schaffen, einfach so durch das Tor zu marschieren. Nur zu blöd, dass ich mir die Kombination nicht merken kann. Ich wäre schon längst einmal heimlich
in der großen Halle gewesen. Ich kann es kaum erwarten, den Meister zu sehen. Ob sie mich zu ihm lassen, wenn ich erst einmal zu ihnen gehöre? Habe gestern mein Glück versucht, bin aber schon an den zwei Hebelkammern gescheitert. Bevor ich die drei Schalter des Westflügels in der richtigen Reihenfolge drücken konnte. Der Hund hat die Kammern abgeschlossen. Morgen werde ich versuchen, ihn den Schlüssel abzunehmen. Gut, was war das jetzt für ein Rezept? Nachricht, alter Brief, Lucia. Steckbrief, Befehle, Rezept. Ich habe eine sehr alte Kunst ins Leben zurückrufen können. Ich fürchte, dass Feodaron von meinen Ereignissen nicht sehr erbaut wäre. Es heiße schlicht und ergreifend, dass ich seine gesammelte Brut in meinem Labor zu einem Trank verarbeiten müsste. Wenn er nicht ständig auf seinen Eiern sitzen würde wie ein Huhn, hätte ich schon längst ausprobiert. Aber von seinem Odem habe ich doch noch ein wenig Respekt. Embra, 10 Dracheneier, eine zerriebene schwarze Perle und eine Prise Schwefel. Die Emulsion wird zum Kochen gebracht und anschließend unter ständigem Rühren durch den Destillator getrieben. Das Elixier ist mit Vorsicht zu verwenden. Es hat schwere Nachwirkungen. Der gesamte Mana-Haushalt wird durcheinander geraten. Wie viele Dracheneier habe ich denn überhaupt? 12. So, okay. Ich würde gerne das Auge Innos erstmal aufladen. So, dann ziehe ich das natürlich an. Der gesamte Mana-Haushalt. Auge Innos, Seelenruf-Amulett. Innos göttliche Aura ist natürlich alles ganz nice. Mana-Haushalt wird aufgebraucht. Was? Trank hergestellt. Wirkung unbekannt. Stärke plus 15. Yo! Wollt ihr mich verarschen? Okay, Sekunde. Ich will mal gucken, was das jetzt für ein Mana-Haushalt gewesen ist. So, 200... Nö, es hat mich 3 Mana gekostet, aber 15 Stärke! Das musst du dir mal geben. Jo. Alter Schwede, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, was hier drin ist, ist nicht so schlimm. Kann ich mir eigentlich... Was steht hier drin? Wahrscheinlich nichts, ne? Irgendwas an der fremden Schrift. Ich könnte eigentlich mal gucken, ob ich vielleicht nochmal zurückrenne, bevor ich jetzt hier weitergehe und gucke, ob ich mir noch eine neue Waffe holen kann. Etwas, was vielleicht stärker ist als der Ork-Schlechter, weil 145 Stärke, wenn ich mal so bedenke, wie viel Stärke wir jetzt gekriegt haben. Puh. Feodaron, naja, du warst ja jetzt nicht großen Herausforderungen, aber der Feuerregen ist natürlich übermächtig. Darf man nicht vergessen. Schade, dass man sich für teuer Geld keine Lernpunkte kaufen kann. Ja, ich ziehe das jetzt gerade ein bisschen in die Länge, aber das können wir zum Ende hin ruhig mal machen. Finde ich zumindest. So, hat jemand irgendwie vielleicht sowas wie... Der Gorn hat doch bestimmt irgendwas zu verkaufen, oder? Warte mal. Ich kann das nicht mehr hören. Das will doch keiner wissen.
Okay, Diego, bestimmt kann Bennett mir was verkaufen. Obwohl, es ist schon Abend. Sollte ich mich vielleicht auch mal hinlegen. Ist hier unten jemand? Jungs? Nee? Alles gut. Super, dann gehe ich nochmal pennen. In der Hoffnung, obwohl, den Bennett treffe ich doch bestimmt auch woanders da. Bestimmt im Schlafgemach. Müsste hier sein. Sorry, war draus. Brudi. Aber so ist das. Hey. Weg, nur die besten. Okay, Berserker-Axt, Barbarenstreit-Axt. Schwerer Zweihänder. Oh, El Bastardo ist natürlich auch geil. 120. Benötigte Stärke, Einhandtalent-Bonus. Ich will aber eigentlich eine Einhandwaffe tragen, die stärker als 130 ist. Zweihand, Zweihand. Nee. El Bastardo ist natürlich geil, ne? Der ist wie der Meisterdegen. Wir können eigentlich den ganzen Shit mal verkaufen. Bogen, das da kann weg. Barbarenstreitaxt. Ja, ich habe nicht genug Zweihand dafür, ne? Muss man einfach so sehen, wie es ist. Was habe ich denn hier? Suchenden Irrlichts, göttliche Aura, Seelenruf-Amulett, orkische Kriegsherren. Ring der Steinhaut brauche ich nicht. Ring des Zeilen. Ne? Der Rest ist halt eher nice to have. Mist. Hey, du. Ich will euch kein... Nee, du hast nix. Glaubst du wirklich? So, was hat denn... Nee, die können mir nichts beibringen. Kann mir der Milton vielleicht irgendwas beibringen? Warum erfahre ich das jetzt erst? Ich hab mir das schon gedacht. Hey, du. Lass uns erstmal abwarten, was daraus wird. Was? So lange? Wir können nur abwarten. Daran wird sich nie was ändern. Rubinklinge ist natürlich alles ganz geil, aber... Ich kann es nicht glauben. Was? Mario hat sich verdrückt, als die Orks angriffen. Trotz dem Chaos hier auf dem Schiff habe ich ihn genau beobachtet. Er ist einfach durch die Blockade der Orks marschiert und die Orks haben ihn unbehelligt vorbeiziehen lassen. Ich hatte gleich so ein komisches Gefühl bei dem Dreckskerl. Er steckt mit dem Feind unter einer Decke. Das kann ja nicht ewig sein. Gut. Das habe ich mir aber schon gedacht. Gut, ich wusste es aber. Wie gesagt, die EP nehme ich gerne mit. Gut, schade. Ich dachte, wir könnten noch eine richtig gute Waffe oder so bekommen. Ich meine, mit 145 Stärke, das musst du dir mal geben. Wir sind hier mit 108 oder so reingekommen. Ja. Drachenei. Warte mal, kann ich dem... Nee, dem Milton. Ach, schade. Ist eigentlich schade, dass ich dem Milton nicht Bescheid geben kann. So, wir müssen jetzt also weiterkommen. Das wird nämlich ein schönes Rätsel. Da können wir natürlich auch den Diego ein bisschen um Rat fragen. Müssen wir aber eigentlich auch nicht. Wir müssen es nicht. Es gibt, glaube ich, auch keine EP. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind jetzt an Zeitpunkt mit der Stärke, mit dem Orkschlechter, mit dem Feuerregen sind wir jetzt mittlerweile so mächtig, dass es dem Typen eigentlich scheißegal sein kann. Es wäre natürlich geil, wenn ich noch die Rune Dämonen beschwören hätte. Aber der Milton kann mir ja leider nichts beibringen. Ist natürlich ein bisschen doof. Der Watras kann mir das auch nicht. Gut. Den Schlüssel haben wir. Das bedeutet, wir kommen weiter in den Hallen von Erdorat. Ich glaube, das mache ich beim nächsten Part. Das haue ich dann nächste Woche raus und sind wir... Nächste Woche mit allem soweit fertig. Jo. Speichere ich ab und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.